Hoffen wir es mal. Wartet mal hier unten. Ne, warte mal, hier ist auch noch was. Wind sammeln hier. War hier noch irgendwas drin? Nee. Aber hier drüben war da noch so ein Fluss, ne? Hier kommen rein. Man sieht nichts. Ah. Ah, so kann man die Karte aufmachen. Okay, gedrückt halten. Gut, muss man es mal merken. Ja, wir müssen Roth finden, ne? Wo ist der? Mal gucken mal auf die Karte. Der ist. Hier, von hier sind wir gekommen, ne? Da hinten irgendwo. Hier. Na, mal sehen, ob wir ihn finden. Ich glaube, da hinten ist auch noch irgendwie so eine Art Höhle. Und ein weiteres Tagebuch. 25. Juli 1982. Seit dem Flugzeugabsturz sind Tage vergangen. Wir haben zum zweiten Mal versucht, mit einem Boot zu entkommen. Mit katastrophalem Ergebnis. Ich hatte damit gerechnet. Wie beim ersten Mal wurde die ruhige See plötzlich und ohne Erklärung feindselig. Sobald wir das offene Meer erreichten, wurde der Wind stärker und eine unglaubliche Welle rollte auf uns zu. Unser Rettungsboot wurde wie ein Spielzeug auf die felsige Küste zurückgeschleudert. Jetzt haben wir erneut zwei Tote und einen Verletzten, dem nicht mehr zu helfen ist. Die anderen geraten langsam in Panik und sie erwarten von mir einen Plan. Ich habe zwar einen, aber sie sind nicht Teil davon. Sie sind schwach und dumm, was an diesem Ort ein Risiko darstellt. Ich habe vorgeschlagen, sie sollen einen weiteren Versuch unternehmen, aber ich werde mich nicht anschließen, denn das wäre Selbstmord. Das habe ich mittlerweile erkannt. Dieses Tagebuch gehörte Matthias. Er strandete hier vor Jahren. War das derselbe Mann, der bei Sam war? Klingt zumindest so, ne? Okay. Gut. Dann gucken wir mal weiter. Wie komme ich raus? Ah, da. Gut. Dann geht es weiter. So, wartet mal. Hier drüben. Der ist nix. Hey, um mal hier hoch. Ablenkung. Nachladen. Steht der Exodia. Ja. Ziel muss schon lernen. Mal, holen wir noch einen Bogen raus. So, wo bist du? Mist. Aber im Ziel muss ich nach rüben.
Alter, eine ganze Ewigkeit her, wo ich das Spiel mal gespielt hatte. Schon ewig her. Meine Güte, was seid denn ihr für Leute? Meine Güte, ey. Vor allem Lara hat ja schon recht, ne? Warum tun die das? Warum tun die das? Sind die so verzweifelt? Warte mal, da drüben. Sind die so verzweifelt, dass sie einfach wahllos Leute killen müssen? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob das wirklich das ist. Also, warte mal, hier drüben ist eine Truhe. So, da hinten scheint auch noch eine Laterne zu sein. Na, hier rüber. Kann man die von hier treffen? Ah, nee. Da. Rein hier. Sie ist irgendwo hier drin. Findet sie. Wand oder töten. Töten. Ja, fragt euch mal warum. Fragt euch mal warum. Ihr zwei, sucht da drüben. Okay. Schwader, still, still. Sie ist hier. Rein machen. Ja. Ganz leise, dass wir nicht entdeckt werden. Ja, okay, lautloser Kill. Dörfer verstecken. Nein! Regeneriert die sich? Nee. Wir sind gestorben. Wir sind gestorben, mal. Wahnsinn. Okay, dann das Ganze nochmal. Warte, Pfeile aufsammeln. Wir müssen da präziser sein, glaube ich. Zack. Gut, so weit brauchen wir schon. Er ist tot.
Alter! Hier! Oh Gott! Nee! Ey! Ich glaube, wir müssen die ganz schnell hintereinander killen. Oder diesen Feuertypen müssen wir killen. Diesen Feuertypen müssen wir killen. Gar nicht so einfach. Komm, dreh dich um. So. Nein! Okay. Ey, was ist denn da los? Gar nicht so einfach. Aber wir haben es diesmal endlich geschafft, ey. Das Feuer breitet sich wirklich aus, ja. Seht ihr das? Okay. Also diese Feuertypen, die sind gefährlich. Wir sollten weg hier. Oh ja, oh ja, oh ja. So, da oben waren wir drin in dieser Buchte. Oben ist eine Laterne. Geht's denn hier runter? Hier liegt noch was. Ein Seidenfächer. Kann einem Dorfbewohner oder auch einem Adligen gehört haben. Mhm. Kannst du anzünden hier? Da drüben ist noch Bergungsgut. Da nehmen wir das mal mit. Nein! Ah! Da drüben ist noch was. Kann ich da rüber springen? Ja. Der wäre auch noch so eine Laterne gewesen. Ich glaube, da hat man ein paar mehr Möglichkeiten. Die Laternen zu finden. Was ist denn das? Scheint nichts zu sein. Ein Gunbai. Samurai haben damit in der Schlacht ihren Soldaten Befehle erteilt. Ziemlich stabil. Vermutlich aus gebeizter Zypresse. Okay, ansonsten ist ja hier nichts weiter, ne? Gut. Können wir wieder hier lang gehen. Nachdem wir hier angespült wurden, setzten uns Regen und Wind tagelang zu. Wir konnten keinerlei Schutz bauen. Jesus, wir konnten uns nicht mal bewegen.
Es war, als drücke uns eine gewaltige Hand nach unten. Als der Sturm schließlich doch nachließ, kam Vater Matthias zu uns. Er war ruhig und sprach leise. Er schien uns zu kennen, unsere Namen, wo wir herkamen. Er sprach in unserer Muttersprache zu uns und wir hörten zu, als er uns die Wahrheit über die Insel erzählte. Er ließ uns eine Wahl, Rettung oder Tod. Einige stellten sich gegen ihn. Ohne Zögern tötete er sie, sofort und vor unseren Augen. Vater Matthias wirkte dabei nicht bösartig oder zornig, nur ruhig und entschlossen. Ich stand dort im Sand, nass vom Blut meiner Kameraden und wusste, ich würde ihm folgen. Ja, die Frage ist, warum? Na gut, also das ist dieser Typ, ne? Also diese Typen haben ja von uns auch so gesagt, dass dieser Vater Matthias sich um irgendwas selber kümmern will. Also das ist dieser Typ, den wir bei der Sam gesehen haben, der Typ. Dieser Lehrer. Ach Mann. So. Wir müssen immer nur Roth finden, ja. Wo ist er? Wo ist Roth? Gleich hier hoch. Ich schaffe das. Okay, ein bisschen klettern hier. Eine Kletterpartie. Auf nach oben. So, wer schießt da? Ich komme, Rob! Das Bein sieht aber gar nicht gut aus. Midgard hatte das hier nichts zu tun. Schön, dich zu sehen, Kleines. Sorry, aber das sieht echt übel aus. So übel und auch nicht. Hast du was von den anderen gehört? Nichts. Warte, was hast du vor? Die Wölfe haben meinen Rucksack. Der Sender vom Rettungsposter. Finden wir den nicht wieder, werden wir hier nie mehr wegkommen. Aber du brauchst Verbandszeug, Morphium, Desinfektionsmittel. Alles im Rucksack. Scheiße. Du sagst es. Komm. Tu mir das nicht an, du verdammter Mistkerl. So, Dorfplateau. So, da müssen wir dann die Wölfe ausfindig machen. Setzen uns erstmal hier hin. Können wir hier irgendwas verstärken? Tatsächlich, den Bogen. Und die Knarre können wir verbessern. Da würde ich erstmal sagen, wir verbessern mal den Bogen. So. Und einen Fähigkeitenpunkt haben wir ja auch noch. Das heißt,
könnten jetzt einen sicheren Schuss mal machen, oder? Munitionskapazität. Brauchen wir eigentlich auch noch nicht Munitionskapazität? Was haben wir denn hier? Knochensammler. So, mal das mal hier zu nehmen. So. Gut. Da haben wir Roth gefunden hier. Gott sei Dank.